Das sind wir. Inzwischen ist es, ich glaube, 6:30 und wir freuen uns, euch unsere Ideen mitzugeben. Also, unser Anspruch war es, eine lokale, erweiterbare Anwendung zu programmieren, die sowohl für Menschen mit als auch ohne Smartphone zur Verfügung steht. Und darüber wird euch Alex jetzt mehr erzählen, der weiß Bescheid. Das ist Marc. Marc mag Wiener Schnitzel. Wenn Marc essen geht, muss er, weil gerade Corona ist, immer einen Zettel ausfüllen. Das macht Arbeit. Das ist schlecht für die Umwelt. Und das Gesundheitsamt findet es auch doof. Aber das Schnitzelhaus benutzt die Manko-App. Da kann er seinen Code einfach vorhalten, die Daten werden verschlüsselt übertragen und bei Bedarf können die Daten einfach ans Gesundheitsamt übertragen werden. Josh, wie ist es genau mit der Verschlüsselung und dem Datenschutz? Verschlüsselung und Datenschutz, natürlich sehr wichtige Themen. Wir sprechen hier von extrem schützenswerten Informationen. Deshalb zeichnen wir natürlich nach einem Event nur die Daten auf, die auch von dem jeweiligen Bundesland gefordert werden. Und des Weiteren, egal welches Transfermedium, ob es ein QR-Code oder ein NFC-Chip oder was auch immer ist, ihr verwendet, die Daten sind verschlüsselt mit eurem Geburtsdatum und eurem Nachnamen. Wenn ihr mir das nicht glaubt, versucht es einfach selbst. QR-Codes sind sehr einfach auszulesen. Und damit gebe ich weiter an Vanessa. Danke, ihr beiden. Das waren jetzt viele Informationen um das Drumherum. Aber wie sieht es eigentlich mit der konkreten Nutzung aus? Dazu habe ich Julia eingeladen. Und wir schauen uns die App jetzt einfach mal an. Wenn du dich das erste Mal bei der App anmeldest, musst du deine Daten eingeben. Diese werden nur lokal auf dem Gerät gespeichert und nicht hinausgeschickt. Und speichern. Über den Button QR-Code anzeigen kannst du dir einen QR-Code erstellen lassen, wenn du in ein Restaurant gehst, und ihn vorzeigen. Möchtest du selber Gastgeber sein und ein Event machen, dann klicke auf Event erstellen, gib den Eventnamen ein und die Adresse. Und weiter. Als nächstes wählst du noch den Standard aus. Jedes Bundesland hat seinen eigenen Standard. Der legt fest, welche Daten genau gespeichert werden. Denn meistens braucht man nicht alle Daten, die in der App gespeichert sind. Nun siehst du oben in der Leiste das laufende Event mit der verstrichenen Zeit. Jetzt kannst du anfangen, deine Gäste zu erfassen. Lass dir von ihnen ihren QR-Code zeigen oder halte den NFC-Chip ans Handy. Prüfe dann die Daten, die App dir ausliest. Lass dir zunächst den Ausweis zeigen und bestätigen. Ist die Feier vorbei, klicke auf Event beenden. Hier erscheint nun ein Hinweis, dass das Gesundheitsamt sich bei Bedarf bei dir meldet. Sollte sich das Gesundheitsamt bei dir melden und Daten anfordern, dann klicke auf Meine Events. Dort findest du alle vergangenen Events, bei denen du Gastgeber warst. Klicke auf das entsprechende Event, gib den Zeitraum an und klicke auf Ja senden. Das ist schon cool, oder? Ja. Wollen wir uns mal ansehen, wie es für die Unternehmen aussieht? Dafür haben wir Julian. Hallo, Gründe, die für uns sprechen. Rechtssicherheit durch standardisierte Erfassungsverfahren für maximale Datenqualität und minimierte Datenhaltung. Standortvorteil durch regionale Kooperation von Wirtschaft und Gesundheitsamt. Bedienbarkeit ist kinderleicht und absolut kostenfrei. Vielen Dank. Die Zettelwirtschaft ablösen mit Benefit. Einfach, offline, sicher und komfortabel.